gewohnt. Und die Lausitzer Füchse in ihren blauen Heimtrikots. Bulli Gewinn für die Krefeld Pinguine hier, auf Philipp Jonow abgeschossen hat. Ja, und Busbeine kann man von Krefeld überhaupt nicht reden, auch bei der Langstrecke. Achtung, weitere die Torchance. Chance hier! Sehr gute Chance, ganz war knapp. Der Pfosten. Jetzt schauen wir nochmal drauf. Torhüter kann parieren und dann geht der Schuss nochmal knapp dran vorbei. Man kann es aus der Perspektive noch nicht deutlich sehen, ob jetzt der Puck vielleicht. Und der die Puck war an der Latte. An der Latte an der Querlatte. Riesenglück hier für die Pinguine aus Krefeld. Spiel geht weiter. Krefeld auf dem Weg und erste Strafe. Erste Strafe, ja. Peter Gosic aus der Rundung. Gut sehr gut gesehen. Von aus der Tiefe. Schon big. Ja, da macht sich wieder Grafentin, kam dort aus der Tiefe des Raumes, wie man so schön. Serdar Gosic mit einer phänomenalen Übersicht im Spiel für die Gegenspieler. Wirklich passgebend, enorm stark an der Stelle. Und bisher für mich genommen mit. Ja, der Versuch für den Tip-In dort vor dem Tor von Sitschems. Jetzt wiederum aber die Möglichkeit, ja. Puck direkt ab und nochmal in der letzten Sekunde. Hier auch nochmal von der Nummer 60 der Krefeld Pinguine. Nochmal ein Tiefschuss von Philipp Liefers. Erstes Drittel vorbei, Thomas. Muss auch mal sein. Es war viel Arbeit hier im Vorgeplänkel in der DL2 und ganz, ganz viel Arbeit hier vor Saisonbeginn. Also lieber durch. Erhol dich gut. Ja, Hobbs jetzt noch mit. Ja, Konter. Möglichkeit. Konter. Ja, macht und Filimonov macht die Ecke zu. Filimonov. Ah, sehr gute Arbeit hier vom Breitkreuz. 2-1 Situation. Muss selber den Abschluss suchen. Tor! Tor! Breitkreuz mit dem Solo. Und dann mit der Rückhand. Da sieht, dass dort der Querpass an der Stelle keinen Sinn macht und muss es selber probieren. Legt ihn sich auf die Rückhand und schnelle Wechsel auf beiden Seiten. Ja, natürlich Weiß. Ist jetzt auch klar aus Sicht der Krefeld Pinguine. Ist mitbekommt, jetzt die Scheibe von Weiß. Legt sich die Scheibe auf die Scheibe, Rückhand. Tor! Tor für die Pinguine! Riesenvorarbeit hier von Weiß. Und somit kamen die Füchse, nicht die Füchse, die Krefeld Pinguine zum Nachsetzen. Hier sehen wir es nochmal. Und springt die Scheibe dann. Ja. Vorn für den Monov. Der Torschütze müsste Matsumoto gewesen sein. Schiebt dort die Scheibe nach. Ja. Basti und Zeta Kostic verpasst den Puck, aber dort sehr Aufmerksamkeit hier von der Nummer 7. Plaff. Und Tor. So ein, ja, war das gewollt. So ein Bauerntrick und dann von hinten angeschossen. So ein Tor aus dem Nichts eigentlich jetzt für die Krefeld Pinguine. Der angesprochenen im Interview, dreckigen Tore. Ja, gut rübergelegt auf jeden Fall. Und dann Fall. Geht die Scheibe, glaube ich, Luis Zeta Kostic an den Schlittschuh oder war dann dort noch ein anderer Schläger Christian dazwischen? Kretschmann kriegt den Puck in der Mitte, fährt um das Tor und schießt dann einfach mal Philipp Jonow an den Rücken. Schauen wir mal. Und schafft es somit. Hier sehen wir von oben drauf, sehen wir es ganz genau. Ja. Ja. Boah, aber Querpass steht da. Philipp Jonow kann im zweiten Nachgreifen festhalten. Pässe vor das Tor, das ist wirklich jetzt ein probates Mittel, den die Krefelder nutzen hier. Boah, Außennetz. Füchse bekommen im Moment die Scheibe nicht raus und auch nicht kontrolliert. Und Tor! Das hat sich jetzt so ein bisschen angebahnt. Der Druck war immens groß, gerade auf Scheibe nicht kontrollieren. Haben die Scheibe nicht rausbekommen und na, daraufhin jetzt das 3:1. Marcinev war es gewesen, der Torschütze kriegt dort im Drittel der Lausitzer Füchse die Scheibe. Zieht einfach mal ab, unten ins Eck. Schuss verdeckt, schwer zu sehen für Philipp Jonow. Ja. Oh, was das Komm jetzt zur Konterchance, Krefeld. Direkt. Und der Schottländer hier für die Pinguine in Unterzahl nach einem mega Bock dort von Clark Breitkreuz. Hier nochmal legt sich die Scheibe auf die Rückhand und dann hoch ins Eck.
Sauna da an der Stelle. Pass. Was auch anders. Querpass auf Freikreuz. Schießt und. Oh, knapp am Tor vorbei. Hier sehen wir nochmal die Chance für die Lausitzer Füchse. Da kann man noch schwer erkennen, ob Big da noch dran war. Jetzt vielleicht besser. Das ist auch noch. Spielen den Puck raus. Könnte noch mal ein Icing geben. Ja. Das zweite Drittel. Das wird, denke ich mal, kein Icing geben. Es geht in die Drittelpause, ja. Eindeutige Meinung auf der Pressetribüne hier. Ja, Krevet einen kleinen Tick besser und die Füchse nutzen einfach ihre Chancen nicht. Und das können wir auch so unterstreichen. Das haben wir nicht nur in dem Spiel gesehen, das setzt sich leider im Augenblick ein bisschen fort aus den ersten Spielen in dieser Hauptrunde. Scheibengewinn hier erneut für die Füchse. Hätten Tiefschuss aufs Tor durch Valentin. Aber genauso muss das sein, Thomas. Richtig schnelle Pässe vor das Tor. Ja, Füchse, also aus Füchse-Sicht muss man sagen, schnell geht für die Lausitzer Füchse. Anders, aber dann gut verteidigt hier von den Pinguinen. Czerny. Boah, und Filimonov dort, Riesentat von Filimonov und dann ist es das 5-1 doch noch. Die Scheibe trudelt dann glücklich vor den Schläger der Krefeld-Pinguine und die haben das 1. Boah, harte, kalte Dusche hier für die Lausitzer Füchse. Ja, der Goldhelm. Czerny liegt dort ab auf Newton und der braucht das Ding bloß noch hineinzuschieben. Ja, der kann sich die Ecke aussuchen. 1, 2, 3, 4 Füchse dort vor dem Tor. Ja, der Abpraller vorher von Filimonov gibt die Möglichkeit für Czerny dort die Scheibe nochmal neu zu verteilen. Sicher, das wird nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden gewesen sein. Jetzt hier Scheibengewinn für die Füchse. Möglichkeit und Big macht mit einem guten Safe dort. Ist hier unten Breitkreuz und Martinez. Nochmal hier. Jetzt müssen die Schiedsrichter nochmal dazwischen. Ja, sehr gut hier gespielt an der Stelle. Zauner mit der Rückhand, aber auch da wieder der Winkel zu durch Big. Eigentlich war Filimonov schon weit geschlagen, das Tor war frei, aber zwei Lausitzer Füchse machen da das Tor dicht und verhindern den weiteren Gegentreffer. Aber jetzt Matsumoto wartet am langen Eck, kriegt den Pass und verwandelt. Weiß müsste der Passgebende gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe, zum 1:6. Ja. Das ging da doch ein bisschen zu einfach da durch die Füchse Abwehr durch. Da hat die Zustimmung jetzt am Ende nicht mehr hingehauen, ne? Wo es nicht immer war, dass sie dominant alles vors Tor gebracht haben. Hoher Schläger, auf keinen Fall. War es nicht gewesen. Und somit noch eine Sekunde auf der Uhr. Der Schiedsrichter pfeift nochmal hohen Schläger.